الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد لببولة ونشفستة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen inshallah heute weiter mit unserem Thema Fiqh al-Salah. Fiqh al-Salah. Und wir haben gesagt, dass nicht jeder betet, wie er will. Wir haben eine Regel und diese Regel ist von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, als er sagte: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Und wir haben auch gesagt, dass As-Salah, jeder von uns, jeder Muslim, er muss das wissen. Er muss Fiqh al-Salah kennen. Er muss. Warum? Weil du auch beten musst. Und wir haben auch gestern geredet oder gesagt, also diese Khilaf, was zwischen Ulama gibt, dass jemand, der nicht betet, dass er Kafir ist. Andere Gelehrten haben gesagt, jemand, der nicht jemand, der nicht betet, der ist faul und so weiter, der ist kein Kafir. Aber ich habe auch gesagt, du betest nicht und du machst diese Mashakel für die Gelehrten. Einfach die beste Lösung, dass du betest. Bete und lass die Gelehrten in Ruhe. Und auch, es gibt auch eine Regel, wenn wir immer sagen, die Brüder oder die Schwester betet nicht. Warum? Weil er faul ist. Oder warum? Weil sie auch faul ist. Aber wenn du sagst, wenn du Targhib machst, Targhib und Targhib, manchmal Targhib und manchmal musst du auch ein bisschen die Leute auch ängstlich machen. Wenn du sagst, wenn du nicht betest, la tughassal, du wirst nicht gewaschen. Keiner wird dich waschen, wenn du stirbst. Du wirst auch nicht in unser Friedhof auch begraben. La tudfanu fi maqabiril muslimin. Einfach in die Wüste wegschmeißen. La yusalla alik. Keiner wird für dich auch beten. Das heißt, wenn du das kennst und du sagst, okay, subhanallah, warum ich nicht bete? Das heißt, ich bin ein Kafir, jemand, der für die Muslime nicht für ihn beten und auch nicht in die Friedhöfe von Muslimen auch und auch kein Russel. Allah 100% er wird beten. So muss man auch, also auch wissen. Wir haben auch über, letzter Punkt haben wir über Salatul Marid auch geredet. Wie kann man beten, wenn jemand krank ist? Und wir haben auch gesagt, obwohl du krank bist, dann musst du beten, egal wie. Außer wenn du kein Aql, keinen Verstand mehr hast. In diesem Fall, Rufi'a anka al-Qalam, kama qala al-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rufi'a al-Qalam an thalat. Es wird nicht geschrieben für drei Leute. Jemand, der kein Aql hat. Wal-Majnun hatta ya'qil. Al-Majnun, jemand, der verrückt ist, der keinen Verstand hat, bis er wieder sein Aql bekommt. Dann wird wieder geschrieben. Wal-Na'imu hatta yastayqid. Jemand, der beim Schlafen ist, wird nicht geschrieben, als wenn er wieder wach ist. Und auch eine Regel kann sein, dass du beim Schlafen bist, beim Schnarchen bist und du kriegst auch Punkte. Lanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, wenn du schlafen willst, mach einfach Wudu, paar Raka'at. Wenn du beim Wudu schläfst, Allah schickt dir einen Melek, einen Engel. Du schläfst, ja, und du machst Al-Malak sagt Allahumma aghfir lahu, Allahumma arhamhu. Bis morgen, bis Fajr. Ist das schwer? Schau mal, du bist beim Schlafen und du kriegst immer Belohnungen. Wudu machen, bevor du schläfst, Ayatul Kursi, Ayatul Ikhlas, Suratul Ikhlas, Al-Ikhlas wal Mu'awwidatan, und dann schlafen. Extra Engel kommt zu dir und macht mit dir Dua. Subhanallah. Und nicht jeder, das ist ein Engel, ein Malak, der macht für dich Dua. Einfach.
Okay? Und wir haben auch gesagt, Salatul Marid, Jalisan, jemand, der nicht, also beim Stehen, beten kann, er kann beim Sitzen. Wenn nicht, er kann auch beim Liegen auch beten. Wir haben auch gesagt, jemand auch nicht, der nicht Möglichkeit hat, dass er Wudu macht. Er muss auch so beten, auch ohne Wudu. Hauptsache, dass du betest. Du hast keine andere Möglichkeit. Du liegst im Bett und dann keiner kann für dich Tayammum machen oder so. Einfach, du kannst so beten. Wattaqullaha mastata'tu. Wir haben auch gesagt, beim Salatu, Qiyamul Layl zum Beispiel, bei freiwilligen Gebete, du bist, mashallah, richtig also stark, du machst diesen Mikfit und du willst nicht beim Stehen beten, obwohl du kannst. Du sagst, heute habe ich Bock, dass ich beim Sitzen bete. Du darfst, aber du kriegst nur die Hälfte Belohnung. Hälfte Belohnung. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wal hadithu rawahu al-Bukhari. Wal hadithu rawahu al-Bukhari. Aber beim freiwilligen Gebete. Warum? Lianna as-salat al-fard, die pflichtige Gebet, musst du stehen, wenn du kannst. Lianna Allah azza wa jal qal, wa qumu lillahi qanitin. Qumu, das ist ein Befehl. Qumu lillahi qanitin. Na. Nächster Punkt, Achi, sage ich jetzt. Nächster Punkt. Salatu fi safina. Du bist im Schiff. Ja? Und dann du willst reisen. Dhuhr und Asr und Maghrib musst du im Schiff also beten. Wenn du beim Stehen also beten kannst, hada aula, so musst du beten. Wenn die Schiff so macht, wackelt und so weiter, und hast du Angst, dass du runterkommst? Besser beim Sitzen. Auch wenn du im Flugzeug bist. Auch genauso. Du darfst, du kannst, musst du erstens, wenn du, also wenn alles richtig still ist, du kannst oder du musst beim Stehen beten. Wenn nicht, beim Sitzen. وما جعل عليكم في الدين من حرج واتقوا الله ما استطعتم. Warum? Wie kann es sein, dass du nicht zum Beispiel beim Stehen Allahu Akbar und dann Flugzeug machst so. Dann bist du da. Zu draußen. Einfach beim Sitzen mach gemütlich. Warum? Weil hier auch diese Demut wird auch weggehen. Wenn du beim Stehen bist und du sagst, es kann sein, dass ihr so macht oder so macht. Nein, beim Stehen machst du auch diese Gürtel, diese Sicherheitsgürtel und dann gemütlich machen. Aber brauchst du nicht, dass du, wie auch gestern gesagt haben, dann nimmst du ein Buch oder einen Rucksack oder so, dann machst du drauf Sujud. Das brauchst du nicht. Warum? Lanna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat auch ein Sahabi so auch gemacht, dass er ein Holz sogar, der macht ein Holz und dann sie macht Sujud bei diesem Holz. Hat Rasulullah sallallahu alaihi das weg von ihm genommen und weggeschmissen. Okay? Al-Qiyam, nächster Punkt. Al-Qiyam wal-Qu'ud fi Salatil Layl. Auch in Salatul Layl heißt Qiyamul Layl. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqumul Layl. Und das auch der beste Gebet nach Pflichtgebet ist Qiyamul Layl. Hada da'bu salihin. Der beste Gebete, die nach dem Pflichtgebete ist Salatul Layl oder Qiyamul Layl. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul Layl hatta tatawarramu rijlahu. Der betet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bis er Beule in seine Füße bekommt. وتقوله أمنا عائشة رضي الله عنها لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. Allah sowieso hat sie alles vergeben, was du gemacht hast, obwohl er nichts gemacht hat, obwohl er fehlerfrei ist, obwohl er ma'sum ist. لكن أدب الرسول صلى الله عليه وسلم dieses Benehmen, كما قال الله عز وجل في حقه وإنك لعلى خلق عظيم. Subhanallah, dass Allah Azza wa Jal dir sagt, wa innaka la ala khuluqin azim. Die Frage ist, wie hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das ertragen? Dass er, ach, ich frage inshallah dann nach dem Vortrag. Wie hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, als er diese Ayah bekommen hat,
ertragen. وَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. Oder wie die auch Sahaba, wir haben die auch ertragen, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, Abu Bakrin fu fil Jannah, Umar fil Jannah, Uthman fil Jannah, Ali fil Jannah, Abu Talha fil Jannah, und so weiter. Alle Sahaba. Wie haben die das ertragen, dass sie das gehört haben? Aber die Sahaba, obwohl das gehört haben, die haben immer weiter Taten gemacht. Da haben nicht gesagt, okay, sowieso bin ich jetzt im Paradies, brauche ich keine Taten mehr zu machen, oder? Das ist eine Bestätigung von wem? Von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass die in Paradies reinkommen. Aber trotzdem haben die weiter Taten gemacht. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat auch Umm Sulaym, Umm Anas ibn Malik radiyallahu anha, auch viel Jannah, hat sie auch in Jannah gesehen. Umm Sulaym, ma taqa'asat. Da hat nicht gesagt, okay, Alhamdulillah, yes, ich mache nur Chillawi, auch Dunya, und ich werde auch in Paradies auch Chillawi machen, brauche ich nicht mehr, keine Taten mehr zu machen. Lakinnahum kanu yaf'aluna, kanu ya'malun. Warum? Weil die Sahaba waren. Warum? Weil sie in Madrasa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gelernt haben. Qiyamul Layl, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا هو الرسول الذي أنزل رحمة على العالمين كان يطوف بين الشوارع da geht durch die Straßen wenn jemand etwas braucht wenn jemand arm ist wenn jemand Hilfe braucht فإذا به يسمع من بيت da hat von draußen von einem Haus gehört eine Frau der macht قيام الليل und mit welchem Sura hat sie rezitiert, هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ مَا دَفَعَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Also die Frau, die Sahabi ist drin. Und Rasulullah صلى الله عليه وسلم, als er das gehört hat, der ist gestanden. مَا دَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لَقَدْ أَتَانِي وَيَهُوَ يَبْكِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَقَدْ أَتَانِي لَقَدْ أَتَانِي Ich habe das mitbekommen auch. الغاشية ist يوم القيامة الغاشية هي الحاقة الغاشية هي القارعة الغاشية هو يوم الدين الغاشية هو يوم الحساب الغاشية هو يوم البعث الغاشية هو يوم الحشر und so weiter. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم divined warum weil er diese Frau von drin gehört hat هل أتاك حديث الغاشية ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لقد أتاني لقد أتاني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دمحت also قيام الليل obwohl wie gesagt unsere Mutter hat ihm gesagt يا رسول الله لقد غفر لك الله عز وجل alle Sünden was du gemacht hast obwohl keine Sünden gemacht hat لقد غفر الله لك ويقول أفلا أكون عبدا شكورا soll ich nicht ein Diener der bedankbar ist شكر الله عز وجل نشكر الله عز وجل على أننا مسلمين نشكر الله عز وجل على أننا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم نشكر الله عز وجل على أننا من أفضل وأحسن الأمم نفضل الله نسأل الله عز وجل على أننا the best أمة wer sind auch die erste Umma die auch ihre Abrechnung auch in يوم القيامة auch bekommt wer sind auch die erste Umma die auch ins Paradies reinkommt was wollen wir noch سبحان الله كان صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل طويلا لانك قيام الليل زوجة أخ ابن عباس رضي الله عنه weil أمنا ميمونة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم ist sein Tante von ابن عباس رضي الله عنه قال ich habe einmal bei meinen Tante übernachtet ich wollte nur von رسول الله صلى الله عليه وسلم richtig lernen wie قيام الليل macht Und dann bin ich neben ihm gestanden, فبدأ, hat angefangen mit Al-Fatiha vorbei, hat mit Al-Baqarah angefangen, ich habe gesagt, okay, oder ich habe gedacht, also der liest ein paar Ayat und dann Allahu Akbar. فَأَتَمَّ Surat Al-Baqarah. Ganz Surat Al-Baqarah, wie lange wird das dauern, subhanallah? Surat Al-Baqarah. Bis gesagt hat, Ibn Abbas, Allah, ich wollte normalerweise aufhören und dann einfach nur weiterschlafen. لَكِنَّهُ مَا فَعَلْ. Warum?
Wie gesagt, die haben von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das gelernt. Schau mal, Suratu al-Baqarah, danach kommt Surat Ali Imran auch. Sayaqif von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, also der lässt nur 100 Ayat und dann sagt er Allahu Akbar. Ayatul Ali Imran auch genauso. Lama raka'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, قال beim Ruku' hat ungefähr genau bei, als er beim Stehen war. Allahu Akbar. Wie ist unser Gebet, subhanallah? Wie wir beten? Wie ein Krokodil. Subhanallah. Kana sallallahu alaihi wasallam yusalli laylan tawilan qa'iman wa laylan tawilan shamal wa laylan tawilan qa'idan. Beim Sitzen, obwohl er qawi ist, obwohl er gesund ist, freiwillige, schau mal jetzt, freiwillige Gebete. Kania yusalli qa'idan. Fa'ida baqiya, schau mal, fa'ida baqiya min qira'atihi qadra ma yakun 30 au 40 aya, der steht auf. Wie das war? Der sitzt und der sagt Allahu Akbar. Okay? Der rezitiert Surat al-Fatiha und viel Ayat in einem Sura. Und wenn noch 30 oder Ayat geblieben sind, der steht auf und dann macht er weiter. 30 Ayat, was noch geblieben ist, oder 40 Ayat, und dann sagt Allahu Akbar, Ruku'. Subhanallah. Schau mal, nur er hat richtig rezitiert beim Sitzen erstens und dann aufgestanden oder aufstehen und dann der macht weiter. Rezitiert 30, 40 Ayat, dann Allahu Akbar. هكذا كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Was kann man auch lernen? Du kannst, du darfst auch beim Sitzen auch قيام الليل auch beten. Du sitzt, machst Surat al-Fatiha, ein paar Ayat, und wenn du noch also etwas oder also andere Ayat auch rezitieren willst, du kannst aufstehen und dann weiter rezitieren und dann Allahu Akbar, und dann machst du Ruku. هكذا كان كذلك يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في النعال. Dass wir, ob wir mit unseren Schuhen auch beten können oder dürfen oder nicht. Dürfen wir. Man darf. Wir sind kein Juden. Wir sind kein Christen. Wir sind Muslime. Warum? Beweis. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف حافيا احيانا حافيا. Das auch ein Sunnah von Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Manchmal ohne, also auch außerhalb von Gebet. Der zieht seine Schuhe aus, also aus, und dann der läuft von Muschi bis nach Hause. Subhanallah. Und es gibt auch eine Sunnah, die ist auch fast ausgestorben. Wenn du das siehst, dann du sagst, dieser Bruder, der braucht Ehrenhaus. Welche ist sie, ja Rasulallah, wenn du im Friedhof reinkommst, von Adab, dass du deine Schuhe ausziehst? Ist das nicht ausgestorben? Diese, hast du schon mal gehört? Ja, erste Mal. Wenn du im Friedhof reinkommst, von Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass du Schuhe ausziehst und so laufen, damit du auch deinen Wert kennst, damit du auch keine Grab stößt. Sallallahu alaihi wasallam. Auch außerhalb. Es gibt auch ein Sünder, das ist auch ausgestorben. Wenn es regnet, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der macht so, damit Wasser reinkommt. Schon mal gehört? Wenn du das machst draußen, was werden die anderen sagen? Nicht die anderen, die Brüder. Was werden die Brüder sagen? Oh. Der sagt, Miskin, der ist außerirdisch. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Und die Sahaba, da haben schon mal die Sahaba, wallahi manchmal, nicht manchmal, aber immer, die fragen für uns. Die stellen Fragen für uns, damit wir auch lernen. Da haben gefragt, ja Rasulullah, was machst du? Warum machst du so? قال إنها حديثة بربها. Jetzt ist es runter von Allah Azza wa Jal. صلى الله عليه وسلم. Und jetzt von, sogar auch von Muslimen, wenn es regnet, ah, welche Wetter.
La tasubbu ad-dahra fa inni ana ad-dahr. Sallallahu alaihi wasallam. Manchmal, man hört diese Schimpfwörter, wenn es regnet, schon wieder und so weiter. Dürfen wir das nicht? Das ist auch ein falscher Aqidah. Qala sallallahu, und auch eine andere auch Sunna, die auch ausgestorben ist. Regengebet heißt das, ja? Salatul Istisqa, Regengebet. Wenn es richtig trocknet und dann wir machen ein Gebet extra, damit wir Allah Azza wa Jal anbeten, damit es regnet. Und hier, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kana yarfa'u yadayhi ila al-fawq, wa yad'u Allah Azza wa Jal. Und gleich nach dem Khutba, diese Gewand, was du hast, musst du wieder ausziehen und dann umgekehrt anziehen. Und so laufen bis zu Hause. Billahi alaik, wenn ein Bruder dich so sieht, dass du alles umgekehrt angezogen hast. Das ist, wallah, du bist verrückt. Aber wenn du ihm sagst, hakada fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalas. Salatu al-Istisqa, Regengebet von Sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gleich nach dem Khutba. Der zieht seine Abaya oder sein Qamis und dann umgekehrt anziehen. Das heißt, was unten ist, muss draußen sein. Das ist mein. Aber nicht, dass du deine Aura zeigst oder so. Nein, du musst das wissen, du musst richtig das vorbereiten, wenn du zu Hause bist. Ausziehen und dann umgekehrt anziehen. Und so laufen bis zu Hause. Schon mal gesehen? Subhanallah. Hada jinuna. Aus Versehen, da sagst du, dieser Bruder der ist weg oder der ist abgehauen von ihrem Haus. Okay. Ida salla ahadukum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, Ida salla ahadukum fal yalbas na'alayhi au liyakhla'ahuma bayna rijlayhi. Wenn du beten willst, entweder du kannst mit Schuhe also beten oder ohne Schuhe. Dürfen wir. Entweder mit Schuhe oder ohne Schuhe. Aber es gibt auch eine Sache, subhanallah. Darf man auch nicht nur mit einem Stück von Schuhe so laufen? Nicht mit ein paar, sondern nur ein Stück. Zum Beispiel nur rechte Seite ziehst du einen Schuh an und so laufen. Darf man das nicht. Du darfst auch nicht, wenn die Sonne ist, die Hälfte von dir ist in Schatten und die Hälfte in der Sonne. Darfst du auch nicht. Entweder ganzer Körper im Schatten oder ganzer Körper in der Sonne. Haqqu al-jism, das ist ein Amana. Das heißt, dein Körper muss bei ihm auch Gerechtigkeit auch geben. Nicht die Hälfte in Schatten und die Hälfte in der Sonne. Entweder ganz im Schatten oder ganz in der Sonne. Subhanallah. Genauso auch beim Haarschneiden, diese Frisuren heißt das? Diese Style-Frisuren und sowas. Entweder ganz, also gleichmäßig, ohne diese, was ist das? Diese Hut. Ne? Diese Hut braucht man nicht. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. Man darf nicht diese قزع. Wir sind nicht von أمة القزع. Wir sind von أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Schau mal. ولا يؤذي بهما غيره. ولا يؤذي بهما غيره. Damit gemeint, die Schuhe, du darfst das anziehen oder ausziehen. وَلَا يُؤْذِي بِهِمَا غَيْرَهُ. Manche Gelehrten haben mir gesagt, die Schuhe müssen die auch sauber sein. Ich meine, die dürfen nicht stinken, dass du neben einem Bruder bist oder vor ihm bist und sagt Allahu Akbar und dann der geht in Koma. Ach, manche Bruder, Allahu Alam, du sagst, ja, wann macht ihr sie immer wieder Allahu Akbar, damit ich von Sujud hochkomme? Hat nicht Stinkekäse, aber Allahu Alam, welche Stinke hat. Schau mal, wenn jemand so ist, was ist mit jemandem, der Zigaretten raucht? Noch schlimmer, oder? Noch schlimmer, subhanallah.
Siehst du, Achi, der macht alles kaputt. وأكد عليهم الصلاة عليه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا فقال خالف اليهود دفت إنش في ديود زين خالف اليهود وهم فإنهم لا يصلون في نعالهم دي بيت نش مت إغشون Das heißt, alles, was die Juden machen oder alles, was die Christen machen, machen auch dagegen. Die Christen, die beten, die zählen auch aus Schuhen. Wir dürfen mit und ohne. Al-Yahud und Nasara, beide. Und wie gibt es auch einen Beweis, subhanallah? Es gibt ein Hadith, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, der betet, hinter ihm sind Sahaba. Er hat zwei Rakat gebetet. Und dann auf einmal während dem Gebet hat sein Schuh ausgezogen. Was ist damit gemeint? Was kann man nur jetzt also lernen, dass während dem Gebet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er hat sein Schuh ausgezogen und weiter gebetet. Und schau mal jetzt, danach, nach dem Gebet, oder bevor nach, also während dem Gebet, was haben die Sahaba auch gemacht? Auch Schuhe ausgezogen. Al-Ittiba. Rasulullah sallam folgen. Die haben ihm gesehen, auch ausgezogen, ob die wissen oder nicht, welche Hikma oder Allah. Das heißt, haben die gesehen, dass er das ausgezogen hat? Die haben auch gemacht. Nicht wie heutzutage. Die sagen, diese Sunna ist schon alt. Muss man jetzt integrieren. Darf man das nicht? Das ist schon von damals. Diese kurze Hosen und das war, die Sahaben haben nicht so viel Stoffen gehabt, ja, deshalb haben die also nur kurze Hosen gehabt. Ach, die Sahaben haben, die Geld, was sie damals haben, haben wir nicht jetzt. Allah. Abu Bakr war richtig, ein reicher Mann. Ich meine auch genauso. Schau mal, Zeit von damals, Uthman ibn Affan hat 100 Kamele gehabt. Hat einer von uns 100 Kamele jetzt? Und trotzdem, das sieht auch also kurze Hose. Subhanallah. Lakin al-Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, allamahum dati, beigebracht. Wenn etwas sagt, keine Diskussion. Keine Diskussion. In qala faqad sadaq. Auch die, Abu Bakr, wenn er das gesagt hat, hat er recht. Keine Diskussion. Aber wir, nein, so gemeint. Es gibt auch Meinungsverschiedenheit. Und das und das und das. Ich sage immer, hat das nicht mit Beweise zu tun. Du kannst einem Bruder 100 oder 1000 Beweise geben, aber wenn er das nicht annehmen will, er nimmt das nicht an. Du gibst ihm richtige Beweise im Koran, und auch in Sünde. Und dann sagt, ja, danach, die sagt, ja, aber gibt es Meinungsverschiedenheit. Ach, wie kann es sein, dass du für einen Sahir, für einen Jinn schlachtest und du sagst, ja, es gibt Meinungsverschiedenheit? Welche Meinungsverschiedenheit? Von Sheikh Nazim? Welche? Ja, ich bin dabei. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam, er hat seine Schuhe ausgezogen und dann die Sahaba damit auch. Schuhen auch gezogen, nach dem Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Die Sahaba haben ihn gefragt, ja Rasulallah, erstens hat sie gefragt, warum habt ihr eure Schuhe ausgezogen? Warum habt ihr das gemacht? Qalu, ja Rasulallah, wir haben dich gesehen, dass du deine Schuhe ausgezogen hast, deshalb haben wir auch ausgezogen. Qal, atani Jibril. Jibril kam zu mir, warum habe ich meine Schuhe ausgezogen? Atani Jibril fa'akhbarani, hat mir gesagt, in deine Schuhe ist Dreck. Najas. Deshalb habe ich ausgezogen. Das heißt, was kann man hier von Fiqh also lernen? Du sagst Allahu Akbar und dann auf einmal, du weißt genau, dass du einen Tropfen Urin gehabt hast in deine Kamis oder so. Du musst ausziehen. Aber solange deine Aura immer versteckt ist, du darfst das ausziehen. Warum? Weil du weißt,
dass hier in deinen Klamotten Najas ist. Man darf nicht mit Najas beten. Du darfst das auch ausziehen. Warum? Lanna Rasul sallallahu alaihi wasallam hat das auch gemacht. Und das ist auch ein Beweis, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, also das ist ein Hadith gegen wen? Gegen Sufismus, gegen so viele Leute. Das ist ein Hadith, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er kann kein Ghaib, kein Verborgen, oder? Wenn er das kann, von Anfang an, der macht einfach das weg. لكنه ما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في نعاله نجس أو غير طاهر. Und nochmal, was kann man auch lernen? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er hat nicht diese zwei Rakaat, was er mit Najas gebetet hat, wiederholt oder nachgeholt. Hat das nicht gemacht. Warum? Hat nicht gewusst, dass in seinen Schuhe Dreck ist. Hat nur vier Rakaat gebetet. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Hat nicht zu den Sahaba gesagt, okay, jetzt muss man zwei Rakaat nachholen, weil wir diese zwei Rakaat haben wir mit Najas gebetet und Allah weiß, Allah akzeptiert nicht unsere Gebete, wenn das mit Najas ist. Hat das nicht nachgeholt. Warum? Weil er nicht das gewusst hat. Wenn du das extra machst, ist was anderes. Dein Gebet wird nicht akzeptiert, von Anfang an. Wenn jemand zum Beispiel auch, der sagt, heute, ich habe Bock, dass ich ohne Wudu bete. Ich sage jetzt, was hat Abu Hanifa, rahimahullah, gesagt? Jemand, der ohne Wudu betet, und der weiß genau, dass er kein Wudu hat, der ist Kafir. Subhanallah. Das heißt, Abu Hanifa ist nicht der Kafiri, aber das ist seine Meinung. Das ist seine Meinung. Wenn er meint, genau, der sagt heute, ich bete ohne Wudu, du bist Kafir bei ihm. Der Madhab Abu Hanifa, rahimahullah. Warum? Hat auch einen Beweis gegeben. قال ألم تسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يقبل صلاة بدون أو بغير وضوء. Allah akzeptiert dein Gebet, wenn du kein Wudu hast. Warum betest du? Das heißt, du bist gegen diese Hadith. Und von hier kann man auch lernen, jemand, der gegen ein Hadith, der sahih ist, der ist auch draußen. Warum? لأن الرسول صلى الله عليه وسلم sagt das von seinem, also von seinem Lust oder von seinem Kopf? Nein. Innama ana basharun mithlukum yuha ilay. Oder? Yuha, ich bekomme Offenbarung. Wa ma yanthiqu an al-hawa in huwa illa wahyun yuha. الصلاة على المنبر. الصلاة على المنبر. Hast du einmal gesehen, dass jemand, ein Imam, schau mal, das ist auch ein Sünder, ausgestorben. Ein Imam, der betet im Minbar. Ach, ich sehe die Gesichter, was sagt der Bruder? Das ist so viel geworden. Das ist außerirdisch. Das ist nur, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Habt ihr einmal gesehen, ein Imam, der uns also Gebet, also beibringt in Minbar? Noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Lakin der Rasul sallallahu alaihi wasallam hat das gemacht. Er hat das gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Warum? Das ist auch eine Art von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, damit er Sahaba richtig beibringt. Damit er in jeder sieht, wer er betet. Es gibt ein extra Bab, heißt As-Salatu ala al-Minbar. Hört mir das Hadith jetzt. Oh, wa Hadithun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithun Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Salla sallallahu alayhi wa sallam marratan ala al-Minbar. Im Minbar. Ach, im Minbar, wo der Imam, wenn er predigt, der steht drauf. Die Treppen. Ja? Annahu, schau mal. Wa fi riwaya, andach hadith. Annahu dhu thalath darajat. Jetzt ist klar, dass Al-Minbar ist nur mit drei Stufen. Drei Stufen.
Das ist ein Beweis. وفي رواية أنه ذو was المنبر ذو ثلاث درجات. Du brauchst keinen Aufzug wie heutzutage. Bis dahin zu kommen, du brauchst heutzutage, subhanallah, auch einen Aufzug. Oder du suchst, wo Imam ist, subhanallah. Wo ist der? Das ist in erster Etage. Es gibt auch einen Beweis. Ein Beweis, dass der Rasul sallallahu alaihi wasallam hat uns auch gezeigt, dass Minbaruhu, der war nur mit drei Stufen. Und erstens, bevor wir über diese Minbar reden, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatta'iku ala was? Ein Aste. Bevor er Minbar gehabt hat, hat eine Aste gehabt. Jid'u shajara, ein Jid'u. Jid'u ist schon gestorben. Kein Baum mehr, nur ein Ast heißt das, ja? Ein Ast. Stamm? Baumstamm. Ein Baumstamm. Immer wenn er predigt, in Salatul Jum'ah, der macht seine Hand drauf. Und dann kam ein Rajulun au Mra'a. So steht auch im Hadith. Entweder ein Sahabi oder ein Sahabian. Der hat ihm gefragt, ja Rasulullah, warum machen wir für dich keinen Minbar? Was ist jetzt? Rasulullah, der war nicht dagegen. Das ist eine Sunnatun Taqririyatun. Ein Sunnah Taqririyah. Wir haben auch oft gesagt, dass es gibt Arten, es gibt vier Arten von Sünden. Es gibt Arten Qawliyah, was Rasulullah gesagt hat, Qawliyah. Eine Art. Sünnatun fi'liyatun, was er gemacht hat. Was er gemacht hat. Sünnatun taqririyatun, heißt, wenn ein Sahabi etwas gemacht hat, Rasulullah gesehen hat und da hat entweder gelächelt und da hat nichts gemacht. Das heißt, hast du gut gemacht. Das ist auch für uns ein Sünder. Bei einem Beweis. Es gibt. Gibt es nicht fünf Arten von Sünder auch? Hä? Gibt es nicht fünf? Vier, nur vier. Was ich weiß, vier. Sünnatun. Sünnatun Qawliyatun, was er gesagt hat. Sünnatun Fi'liyatun, was er gemacht hat. Sünnatun Taqririyatun, was er bestätigt hat. Und Sunnatun Tarkiyatun heißt das, was er nicht gemacht hat. Beweis oder ein Beispiel von was er nicht gemacht hat. Al-Mawlid, Kandil. Jemand, der sagt dir, warum feiert ihr kein Kandil? Er sagt, ja, ich habe einen Beweis. Da sagt, okay, ja, zeig mir. Ja, Beweis, dass er das nicht gemacht hat. Das ist ein Beweis. Oder nicht? Sünnatun Tarkiyah hat nicht gemacht, das ist auch ein Beweis. Weil machen ist auch ein Verb. Hat nicht gemacht, ist auch ein Beweis. Taqririya, Bestätigung von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, von Sunna, Adan. Von Sunna normalerweise, wenn Imam Assalamu alaikum sagt, der darf immer noch ein bisschen bleiben, das heißt, der sagt Astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali ikram. Und der muss seine Gesicht zeigen. Nicht so einfach, Assalamu alaikum, Sunnat, Allahu Akbar. Nein, das ist nicht von Sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha? Okay, das heißt, der Imam, wenn er Assalamu alaikum sagt, der sagt Al-Istighfar, Allahumma anta salam wa minka salam bis Ende, und dann der muss entweder auf die rechte Seite sitzen oder auf die linke Seite sitzen. Und dann darfst du aufstehen und dann nach Hause gehen, normalerweise. Normalerweise nach Assalam, nach Taslim von Imam, der muss entweder auf der rechten Seite sitzen oder auf der linken Seite sitzen und er muss uns sein Gesicht zeigen. Und dann gehe ich nach Hause oder mache ich Sunnah. Und Sunnah besser zu Hause. Aber heutzutage, der muss bei ihm klopfen. Dreh um. Das ist nicht von Sunnah. Warum habe ich diesen Beweis gegeben? Ein Sünder, der mit Bestätigung von Rasulullah ist. Umar radiallahu anhu, er hat eine
ein Sahabi gesehen, dass er gleich nach Taslim aufgestanden und er wollte Sünder beten. Was hat Umar ibn Khattab gemacht? Setz dich. Setz dich. Rasulullah hat ihn gesehen und hat er gelächelt. Das heißt, Umar hat recht gehabt. Das ist ein Sünder Taqrir hier. Eine Bestätigung von Rasulullah. Andere Beweis von Bestätigung. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat auch Bilal Ali radiallahu anhu gesehen. Wo? Im Paradies, oder? Da hat ihn gefragt, was machst du? Ich habe Khashkhashata Rijleika fil Jannati gehört. Ich habe Khashkhashkhashkhashkhash gehört, dass du im Paradies läufst. Fakal, ja Rasulallah, ich mache nicht so viel, aber immer wenn ich Wudu mache, mache ich zwei Rakat. Das ist Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Es gibt keinen Beweis, der uns zeigt, dass Rasulullah bei jedem Wudu hat zwei Rakat von Wudu gemacht. Von wem haben wir gelernt? Von Bilal. Wer hat das bestätigt? Rasulullah. Das heißt, macht ihr auch so. Wenn ihr auch ins Paradies reinkommt oder wollt, dann macht ihr auch genauso, was auch Bilal Ali oder Radiallahu anhu gemacht hat. Das ist eine Sunna Taqririya. Salla Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala al-Minbar. Und auch Beweis, dass Stufen al-Minbar nur drei Stufen sind, marra auch in einem Hadith Rawi Muslim, anna Rasul sallallahu alaihi wa sallam in Freitagsgebet. Erste Stufe, qal Amin. Zweite Amin, dritte Amin. Das ist auch ein Beweis. Erste Amin, zweite Amin, dritte Amin. Heutzutage Amin, Amin, Amin. Nächste wieder Amin, Amin, Amin. Es gibt nur drei Amin. Erste Stufe. Danach, die Sahaba wieder, die haben gefragt, ja Rasulullah, du hast heute was Komisches gemacht. Wir haben von dir Amin gehört. Mit wem hast du geredet? Qal atani Jibril. Hayatullah Muslim. Anna Jibril kam und der hat ein Dua gemacht und Amantu. Ich habe Amin gesagt. Das heißt, ein Dua von Jibril a.s. und Ta'minu min Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, dieses Dua wird schnell akzeptiert, subhanallah. Erste Stufe hat jemand, der seine Eltern hat und nicht in Paris reinkommt. Wann wird er ins Paris reinkommen? Das ist eine Gelegenheit, dass du, oder ein Mittel, dass du in Paris reinkommst. Eltern ist wie ein Kantara, eine Brücke, wenn du gut mit deinen Eltern bist, dass du schnell auch ins Paris reinkommst. Qal Amin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die zweite, jemand, der auch Ramadan erreicht hat. Ramadan ist auch eine Gelegenheit, dass du richtig ausnutzt. Wann kannst du ins Paris reinkommen, wenn du nicht diese Zeit von Ramadan ausnutzt? Qal Amin. Und die dritte, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, qal, jemand, also ihm hat gesagt, Al-Bakhil, jemand ist ein richtig Geiziger und wird auch, also der ist ein richtig also Geiziger, jemand, der deinen Namen hört und sagt nicht, sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah. قام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Das heißt in Minbar. Aufgestanden in Minbar. فكبر الله أكبر. Nicht an der Richtung, sondern Richtung Qibla. Und hinter ihm sind Sahaba. Ganz normal, nur Platz von ihm ist ein Minbar und der ist drauf Allahu Akbar. وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. Ganz normal. Der ist in Minbar. Thumma raka'a wa huwa alihi. Und da hat Rukuh auch in Minbar gemacht. Thumma rafa'a. Sami'a Allahu liman hamida. Das ist alles nur in Minbar passiert. Aber als er Sujud machen wollte, qahqari. Das heißt, der ist ein bisschen zurückgekommen. Und das auch eine, es gibt auch ein Bid'ah in Mekka. Es gibt einen Tawaf, heißt Tawaf al-Wada', Abschiedstawaf. Es gibt manche Leute, normalerweise, wenn du diese Tawaf machst, diese Runde machst, machst du zwei Rakat und dann einfach nach Hause gehen. Manche, die laufen mit Rücken, die sagen, ja, das ist Abschied, man darf nicht unser Rücken
Kaaba geben. Hada, hadihi bid'atun. Ma thabatat 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gleich nach dem Gebet. Okay? Hatta sajada fi aslin min al-minbar. Hat Sujud gemacht. Nein. Also jetzt im Hadith steht nicht, dass Rasulullah sallam das in Yawm al-Jum'ah gemacht hat. Kann sein, dass nur ein Tag, der wollte die nur richtig, also Gebet beibringen. Im Hadith steht nicht, dass Yawm al-Jum'ah oder so. Fasana'a fihima kama sana'a fi al-Raka'a al-Ula. Das heißt, er hat also gebetet, die erste Raka'a, Ruku' al-Qiyam beim Minbar und al-Ruku' auch genauso beim Minbar, aber Sujud am Boden gemacht hat. Warum? Damit er auch zeigt, die Sahaba, wie kann man richtig beten. Sallallahu alaihi wasallam. As-Sutra jetzt. As-Sutra. Wisst ihr, was Sutra heißt? Wenn du beten willst, dann musst du etwas vor dir machen. Zum Beispiel das hier und dann sagst du Allahu Akbar. Aber nicht, dass du ein Sutra machst, machst du dein iPhone vorne oder Schlüssel. Das ist kein Sutra. Das ist kein Sutra. Sutra ist, dass du vor dem Wand, also nachkommst oder auch hinter diesem Säule auch kommst. Hadihi kadalik sunnatu Rasulillah sallam. Sogar auch Sutra von manchen Fuqaha, da haben gesagt, das ist eine Pflicht. Wajib. Schau mal. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم كان يقف قريبا من السترة. Der kommt oder der steht nah zu seinen Sutra. فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع. Drei. Erste Sache. Ellen. Drei. Also das heißt ungefähr. Allah Alam. Das heißt drei. Jeder ungefähr. Brauchst du nicht sagen, okay, ich mache jetzt Sutra und dann eins, zwei, drei. Nein, ungefähr. Wo du auch dein Sujud machen kannst, einfach, kannst du auch machen. وَبَيْنَ مَوْضِعْ سُجُودِهِ وَالْجِدَارِ مَمَرْ شَاهِ. Sogar auch einmal, der wollte, da hat Allahu Akbar gesagt und dann hat ein Schah gesehen. فَلَسَّقَ بَطْنُهُ مَعَ الْجِدَارِ. Und dann diese Schah, diese Schaf ist hinter ihm also gelaufen. Das heißt, hier zeigt uns, dass das eine Sache, die richtig wichtig ist. Warum manchmal kommt ein Bruder, obwohl er hier frei ist, obwohl auch ein Solo frei ist, Allahu Akbar. Oder auch manchen, statt in erste Reihe zu beten, Alhamdulillah gibt es nicht, aber in manchen Ländern gibt es, kommt manche Leute nicht an die Reihe, sondern der betet alleine. Da sind zwei, drei Reihen und der geht allein dort beten. Vatergebet oder Freigebet, alleine. Und du weißt nicht, wenn eine alleine betet, Allah wird von ihm nicht sein Gebet akzeptieren, subhanallah. Und du weißt nicht, dass die erste Reihe und die zweite Reihe, die sind die beste Reihe von dieser Reihe, was im Moschee gibt. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bevor er Allahu Akbar sagt, was sagt er? Der macht Dua. Allahumma ghafir lahum. Schau mal, erste Reihe jetzt. Allahumma ghafir lahum. Allahumma ghafir lahum. Allahumma ghafir lahum. Daiman. Zweite Reihe. Allahumma ghafir lahum. Allahumma ghafir lahum. Allahu Akbar. Das heißt, dritte Reihe, die bekommen auch, aber die erste ist die beste und zweite auch genauso, die dritte auch genauso. Aber er hat immer Duha für die ersten Reihen gemacht. Subhanallah. Nicht, dass jemand kommt, also früh kommt und der in die Ecke allein betet. Wie kann das sein? Wa kana yaqulu sallallahu alaihi wa sallam. La, schau mal, hier ist auch ein Befehl. La tusalli illa ila sutratin. Weil es gibt Gelehrten, die nehmen diese Ilm al-Usul, wenn Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ein Befehl gesagt hat, das ist eine Pflicht. Genau sie, genau wo, also die Hadithen, alle, die mit Bad gekommen sind, alle sind Pflicht. Alle mit Pflicht. Aufu, Archu. Und das ist ein Befehl von wem? Von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. لا تصلي إلا سترة ولا تدع شو مال ولا تدع أحدا يمر بين يديك. Und lässt also keine also zwischen deinen Händen, wenn du betest, also vorbeigehen. Sogar auch an der Hadith machst du so. فقاتله. Erstens, wenn du so machst und er will nicht, فقاتله. Du kannst oder du darfst mit ihm kämpfen. Aber wenn er ein Glotze ist, dann lieber nicht. Lieber nicht. Lass ihm vorbeigehen.
Warum? Du hast dein, warum, schau mal, hier ist As-Sutra ist wichtig. Solange du dein Sutra gemacht hast, Alhamdulillah, du hast deine Mühe gegeben, du hast deine Aufgabe gemacht. Und wenn er wollte, machst du so. Wenn nicht, dann kannst du mit ihm kämpfen. Aber wie gesagt, wenn er stärker als du ist, lass ihn in Ruhe, sag ihm bitteschön. Warum? Der kriegt seine Strafe. Lanna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn derjenige, der vorbeigeht, weiß, welche Strafe er bekommt, er wird also 40 Jahre auf dich warten, bis du fertig bist. 40 Jahre. Arba'una Khalifa. Der wird nur auf dich warten, bis du fertig bist. Warum? Weil er weiß nicht seine Strafe. Deshalb. وكان صلى الله عليه وسلم احيانا يتحرى الاسطوانه الاسطوانه ist die Säule. Sogar auch die Sahaba haben immer, die waren also nicht gekämpft, aber die waren immer, wer kommt erste in die Säule ran, damit er hinter eine Säule betet. Also hinter, nicht zwischen Säule, ist auch makro, dürfen wir auch, wenn das also Moschee groß ist, besser, dass wir nicht zwischen Säulen auch beten. Aber wenn das eng ist, ist es kein Problem. Ist eine Ausnahme. Okay? Allati fi Masjidi. Die Säulen, die in seiner Moschee waren, die Sahaba, die waren immer schneller, wer da drankommt. Und auch wegen der Sutra, kann Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wenn er in die Wüste ist, wenn er eine Schlacht hat, der macht diese Harba, Speer heißt das? Ein Speer. Kana yaghrusu harbatahu wa yusalli wara'aha. Ein Speer, der macht das und dann er macht seine Gebet. Und auch gibt es auch ein Hadith, Rasulullah seine Sutra kanat mu'akhiratu rahil, wo diese Al-Hawdaj heißt das, wo die Frauen sitzen auf dem Kamel, ein weiß das Sache? Sattel ist das kleine Hündchen, das kleine Hütchen. Wer ist das auf Deutsch? Gibt es auf Deutsch nicht? Gibt es nicht. Dann mach nicht deinen Kopf kaputt. Was meine? Eine Höcke? Eine Höcke? Wo die Frauen sitzen, da siehst du keine Frau. Genau. Ja, wie ein kleines Zelt auf dem Kamel. Ja. Ja, das ist, siehst du, wie Deutschsprache arm ist. Richtig arm. Richtig arm. Unsere Sprache, arabische Sprache, kriegt so viel Steuer, deshalb sind wir richtig reich. Zelt auf Kamel, das ist keine Sprache. Kein Zelt auf Kamel. Hauptsache habt ihr also verstanden. Das heißt, auf diese Zelt, was auf dem Kamel ist, da ist eine Rahila, ein Holz hinten. Ungefähr auch genauso. 50 cm. Und hier haben sie auch gelernt und gesagt, da muss ungefähr 50 cm, dann kannst du ein Sutra nennen. 30 cm. 30? Ja. Ungefähr. Dirah. Normaler Mensch, nicht die Zwergmenschen. Ne? Normaler Mensch hat ungefähr 50 cm. Ne, du kannst ab. Das ist mehr als. Oder? 30, dann nicht. Da musst du noch eine kleine Flasche drauf machen. Okay. Was macht unser Gebet kaputt? Wenn du kein Sutra machst. Wenn du kein Sutra machst, dein Gebet wird kaputt. Auch wenn du beim Stehen bist. Qala Rasulullah. Na? Adan Zeit. Komm, Achi.